Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video um 11 Uhr. In diesem Video werde ich mal ein bisschen auf die Thematik dieser ganzen allgemeinen Geschichte Virus, Bakterien, Infektionen und ähnliches eingehen und mal so ein paar, ja, sag ich mal, Gedankenspiele von mir einfach mal mit einbringen. Wir sehen hier einen Querschnitt durch den Mund-Nasen-Raum eines Menschen und mir fehlt hier leider eine ganz wichtige Sache, beziehungsweise sie ist markiert, aber fehlt hier leider auf der Seite. Und zwar gehe ich jetzt mal so ins Detail rein. Wir gehen davon aus, dass wir Fremdkörper, Schädlinge wie Viren, Bakterien, Pilze über die Atmung in der Regel aufnehmen. Das bedeutet, diese ganzen Geschichten müssen zum einen durch die Nase durch den Nasenraum. Und manche Menschen atmen auch durch den Mund. Und dann muss der Ganze durch den Mund durch. Jetzt hat uns die Natur ein wunderbares Werkzeug mitgegeben. Dieses nennt sich Schleimhäute. Und jeder, der in Biologie ein bisschen aufgepasst hat, ich meine, wir hatten das so in der 7. Klasse, wenn ich mich jetzt nicht täusche, lernt man, dass die Nasenschleimhaut dazu da ist, Partikel, Fremdkörper und Schädlinge aufzunehmen und die über Sekretabfluss aus dem Körper zu begleiten. Beziehungsweise, wenn die im Mundraum landen, auch unter Umständen durch Speichel runterschlucken, in der Magensäure zersetzen. Das ist so ein Punkt, wo ich mich daran erinnern kann, dass wir das in der Schule durchgenommen hatten. Jetzt gehen wir mal auf den PCR-Test ein wenig ein. Dieser wird durch die Nase genommen, sprich ein Abstrich von der Nasenschleimhaut. Genauso Mundrachenraum, also auch auf der Schleimhaut. Was bedeutet dieses jetzt oder was könnte man daraus ableiten? Selbst wenn ich hier Viren drin habe, bedeutet das nicht, dass die Viren die Chance haben, in den Körper einzudringen und dort in den Zellen ihre Arbeit zu tätigen. Dementsprechend haben wir die Situation, dass also durchaus Viren, sei es die Influenza, sei es auch der sogenannte SARS-CoV-2-Virus oder andere, Rhinoviren und, es gibt so viele Ausprägungen davon, diese müssen erstmal in den Körper gelangen und wenn die über die Nasenschleimhaut abtransportiert werden, das ist auch der Grund, warum den meisten Menschen immer leicht, gerade im Herbst, Winter, die Nase läuft. Weil wir einfach da merken, die Schleimhaut ist aktiv und fördert diese Sachen nach draußen. Also selbst wenn ich hier einen positiven Abstrich erzeuge oder erziele, bedeutet dieses nicht, dass das Virus im Körper angelangt ist. Hier haben wir mal so eine schematische Darstellung von Viren. Und wie gesagt, nur weil die in der Nasenschleimhaut vorhanden sind, bedeutet das nicht, dass sie im Körper aktiv werden können. Hier sehen wir mal schematisch den Influenza-Virus. Wir sehen auch hier, er ist ründlich, er hat diese Andockstellen und so weiter. Und wenn wir jetzt mal hier drauf gehen, die Influenza, und das ist die Gefahr, die ich jetzt gerade sehe, wir haben diese Masken momentan vorm Mund. Temperatur unabhängig. Jetzt haben wir hier Textilien, Papier, Papiertaschentücher. Die meisten Leute haben Textilmasken an. In diesen Textilmasken hält sich das Influenza-Virus zwischen 8 und 12 Stunden. Auf Geldscheinen zwischen 1 und 17 Tagen. Auf Oberflächen an Luft zwischen 2 und 8 Stunden. So, selbst wenn ich jetzt eine Maske habe, die nicht aus Textilien ist, sind wir irgendwo in dem Bereich, dass sich dort diese Viren mindestens 2 Stunden halten. Wenn wir jetzt hier noch dazu nehmen, im Wasser, das heißt im Speichel, das heißt wenn die Mundschleimhaut so aktiv ist, dass sie versucht, die Viren auszuscheiden, könnte man das dem Wasser in Anführungszeichen gleichsetzen oder ähnlich setzen. Und dort haben wir sogar eine Haltbarkeit der Viren von über 4 Tagen. Deswegen, ja, ich sehe es kritisch. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe es kritisch mit diesen Masken. In jedem Fall haben wir hier mal so eine kleine Übersicht, dass die doch relativ hartnäckig sind, die Viecher.
Plastik. Manche Masken sind auch aus Plastik. Da halten wir sogar unter Umständen zwischen 24 und 48 Stunden Haltbarkeit. Das heißt, selbst wenn ich die Maske einen über den anderen Tag hinlege, kann das durchaus sein, wenn ich Viren drin habe, dass ich mich am nächsten Tag wieder reinfiziere damit. Oder am übernächsten Tag. Hier haben wir mal ein bisschen so eine Übersicht der verschiedenen Gattungen. Und hier ist mir jetzt gerade ein bisschen was aufgefallen. Deswegen habe ich das jetzt mal offen gelassen und zeige euch jetzt gleich einmal etwas. Wir haben hier die Coronaviridae, also die Oberart, die Familie der Coronaviren. Hier haben wir verschiedene Unterkategorien und auf einmal haben wir unten einen Subtyp SARS-CoV-2. Ja, beziehungsweise hier im Englischen Wuhan Sea Market Pneumonia Virus. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe, SARS-assoziierter Coronavirus, SARS, atypische Lungenentzündung. Wenn ich da draufklicke, komme ich kurioserweise auf diese Seite. Gerade eben war diese Seite noch, als ich sie das erste Mal geöffnet habe, verfügbar. Und der Obertitel war ähnlich wie bei dieser hier. Das Einzige, was mich wundert, weil hier seht ihr auch weitergeleitet von Pneumonie, atypische Lungenentzündung. Hier ist jetzt irgendwas schiefgelaufen bei der ganzen Geschichte. Wie gesagt, atypische Lungenentzündung. Auf einmal ist dieser Text weg, der hier stand. Ich kann mal gerade gucken, ob ich hier vielleicht oben was sehe. Da ist nichts drin. Versionsgeschichte. Gucken, ob ich hier irgendwie. Das ist es nicht. Also ich habe gerade hier echt das Gefühl, dass hier ein wenig gefuscht worden ist. Beziehungsweise es fehlen mir gerade Teile dieser ganzen Geschichte. Zwar, als ich das hier geöffnet hatte bei der atypischen Lungenentzündung, da stand ein ähnlicher Satz wie hier. Nur es fehlten die Viren, die hier auf einmal, warum auch immer, hinzugefügt worden sind. Beziehungsweise ich wurde umgeleitet auf die Seite. Ich kann jetzt mal gerade versuchen, wenn ich jetzt hier nochmal auf die Pneumonie gehe. Hier steht es auch auf einmal die Viren drin. Wie gesagt, bei der atypischen Lungenentzündung stand es eben nicht drin. Und das hat mich gewundert. Und wie gesagt, ich habe die Seite dann kurz weggehabt und öffne die wieder. Und auf einmal ist die Seite, steht dann das hier da. Ne, mit diesem weitergeleitet an. Wo ist es? Da. Ach. Gehen wir mal hier gerade auf den. Ja, auf einmal ist dann die Seite da. Es war vorher eine Seite, genau wie die hier, atypische Lungenentzündung, und es fehlte hier ganz klar dieser Punkt Viren. Naja, in jedem Fall, wo ich jetzt noch mal drauf eingehen wollte, das ist halt diese Geschichte, dass ein positiver PCR-Test nicht zwangsläufig bedeutet oder auch nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass dieser Mensch zum einen infektiös ist, weil wenn die Nase einfach nur läuft und das Ganze rausprojiziert und die Leute sich das selber wegmachen, dann ist ein Wahrscheinlichkeitsrisiko der Infektion relativ gering. Ja, also auch wenn ich, die Sache ist, auch wenn dieser Virus auf der Schleimhaut vorhanden ist, heißt es nicht, dass er reproduktionsfähig ist. Das sind also viele Punkte, die ich einfach finde, dass die falsch laufen. Und ich kann mich also daran erinnern, ein bisschen auch mal zum Background dieses Kanals. Ich bin Pflegekraft. Ich arbeite seit über 15 Jahren in der Pflege, habe seit über 15 Jahren Grippenwellen mitbekommen. Und habe auch da die Prozesse mitbekommen, die gelaufen sind, wenn ein sogenannter Test positiv ausgefallen ist, wurde in der Regel immer noch eine Blutabnahme gemacht, wo dann halt geguckt wurde, ob entweder Bestandteile des Virus im Blut nachgewiesen werden konnten oder ob Antikörper aufgetaucht sind. Und häufig war es dann auch so, dass wenn Antikörper vorhanden waren, dass wir keine großen Medikationen oder ähnliches mehr geben mussten, aufgrund dessen, dass die Leute einfach schon in der Abwehrreaktion des Körpers drin waren. Natürlich haben wir auch da Ärzte gehabt, die noch Virusstatika geben wollten, mussten, wie auch immer. Da kommt es natürlich auch immer im Einzelfall auf den Arzt an, wie er handelt. Das kann man also auch nicht pauschal sagen, was da der beste Weg, sage ich mal, ist, oder weil es gibt einfach kein Schema F, was da abläuft, sondern jeder Arzt hat da seine eigenen Arten und Varianten.
Wie gesagt, meiner Ansicht nach fehlt bei jedem positiven PCR-Test das anschließende Screening. Es fehlt die Aufschlüsselung dessen, wie viele Tests doppelt gemacht worden sind. Weil wenn ich jetzt, ich sage mal vorsichtig, ich werde dreimal in der Woche getestet, Montag, Mittwoch, Freitag. Die Testergebnisse, ich habe bisher die Erfahrung gehabt, sie lagen bei mir immer nach 6 Tagen vor, wenn eine unbegründete Testung stattgefunden hat oder eine nicht begründet genug angewiesene Testung, haben wir teilweise 6 Tage auf das Ergebnis warten müssen. Manche Leute berichten mir von 2 Tagen, die sie brauchen, bis sie das Ergebnis liegen haben, manche auch von 1 Tag, das sind aber eher die Ausnahmen, meistens dann, wenn es darum geht, es war Kontakt da und die Leute sollen weiter arbeiten, dann geht das mit den Tests meistens schneller. Bei einem unbegründeten Verdacht oder einem nicht relevant begründeten Verdacht, so nenne ich es jetzt mal, kann das durchaus bis zu 6 Tage dauern, bis die Ergebnisse da sind. So, wenn ich jetzt, sage ich mal, dreimal getestet werde, ich werde montags beim Hausarzt getestet, gehe freitags zum Zahnarzt, der testet mich auch nochmal, ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch dargestellt, aber dass ihr einfach mal so ein bisschen versteht, was ich gerade meine, und fahre dann ins Krankenhaus, freitags, werde dort getestet, dort habe ich einen Schnelltest, das heißt, das Ergebnis liegt schnell vor. Und wenn ich Glück habe, sind vielleicht Samstag die Ergebnisse für Montag und Mittwoch da. Und alle 3 Ergebnisse schlagen positiv an. Dann kommen am Samstag, Freitag, 3 Meldungen zu einem positiven PCR-Test beim Gesundheitsamt an und werden höchstwahrscheinlich auch so ungefiltert ans RKI weitergeleitet. Dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass es eine relativ hohe Zahl gibt an Doppeltestungen, eventuell sogar 3-fach- bis 4-fach-Testungen. Das sei jetzt aber einfach mal so dahingestellt, als mögliche Theorie, als Gedankengang, wie auch immer ihr das jetzt halt bezeichnen möchtet. Aber das sind für mich einfach die Gründe, wo ich halt sage, auch selbst wenn der Test positiv PCR ist, bedeutet es nicht, dass die Viren in den Körper eingedrungen sind und dort ihre Arbeit verrichten. Und das ist halt genau das, wo ich einfach sage, da bemängel ich die Art und Weise, wie dargestellt wird. Ich bemängel die Art und Weise, dass in den Zahlen, ich kann jetzt mal gerade einmal den anderen Reiter aufrufen mit den Zahlen, dass wir das einmal genau eben als Vergleich nochmal nehmen. Also ich bemängel einfach hier, dass die Spalten fehlen, zum einen, wie viele sind im Endeffekt durch ein Screening bestätigt, also wirklich bestätigte Fälle, wie viele Erkrankungen haben wir, weil man liest in bestimmten Berichten aus China zum Beispiel, dass wir keine atypischen Verläufe haben, die infektiös sind. Und ja, ich finde es ein bisschen merkwürdig, diese ganze Geschichte. Wie gesagt, ein PCR-Test bedeutet nicht automatisch, dass die Leute auch tatsächlich ansteckend oder erkrankt sind. Und wie gesagt, auch hier an dem Divi-Register zeige ich euch ja regelmäßig auf, wie die Fälle gelegen sind. Und ja, ist immer ein bisschen merkwürdig, sage ich jetzt mal so. Wir haben so verschiedene andere Fälle, die, ja, sag ich mal, ein bisschen merkwürdig geartet sind. Oder wo ich das einfach mal ein bisschen komisch finde, dass man da keine wirklichen Zahlen mehr zu findet momentan. Und ein Punkt ist, dass, also ich auch bemängel am Divi-Register, dass wir gehen wir mal hier aufs Uniklinikum München. So. Also hier haben wir verschiedene Sachen. Endokrinologie, Pneumologie, internistische Intensivmedizin. Es gibt verschiedene Krankheitsbilder, die halt auf Krankheitsstadt auf Intensiv landen. Ah, hier haben wir doch mal eine schöne Übersicht. Also, häufige Krankheitsbilder auf Intensivstationen. Ja.
Ich glaube, das ist das, wenn ich gerade richtig sehe. Genau, das ist Kinder- und Jugendmedizin, also im Kinderbereich. Das würde ich jetzt natürlich gerne mal für Erwachsene sehen. Aber hier bei Kindern sehen wir Blutvergiftung, Sepsis, Lungenversagen, Herz-Kreislauf-Stillstand, Reanimation, Herzrhythmusstörungen, Polytrauma. Das sind zum Beispiel schwere Verkehrsunfälle, die gelten unter Polytrauma, oder Sturzschäden, wo verschiedene Bereiche betroffen sind. Ich gucke gleich mal, ob ich hier auch irgendwie vielleicht noch was finde für die normale Intensivstation, aber gucken wir gleich mal. Multiorganversagen zum Beispiel, Verbrennungen auch, das ist halt auch Unfallbereich. Postoperative Behandlung, also auch viele Leute zum Beispiel nach Operationen am offenen Herz, im Lungenbereich, nach Krebs. Ja, nach Krebsbehandlungen, Operationen, die landen dann halt in der Nachbehandlung erstmal auf Intensivstationen. Sedierung, Koma-Patienten, komatöse Patienten kann man sagen, schwerkranke Patienten. Wie gesagt, das ist jetzt zum Beispiel so eine Übersicht der Kinderkrankengeschichte. Wie gesagt, das sind jetzt Sachen, ich zeige euch das einfach, wie ich das mache. Ja, hier haben wir auch insgesamt 87 Krankheitsbilder in der Intensivmedizin. Und hier sehen wir ziemlich viele verschiedene Sachen. Ja, also Aspirationspneumonie, Aspiration, akutes Lungenversagen. Es gibt also verdammt viele Sachen, die dazu, ne, Exsikkose zum Beispiel, wenn jemand Flüssigkeitsmangel hat. Hämatom, Thorax, also es gibt so viele verschiedene Gründe, die dazu führen können, dass die Menschen auf Intensivstationen landen. Ihr könnt das ja auch einfach mal, was ist ja wie gesagt ein Wikipedia-Beitrag, den könnt ihr euch gerne auch mal raussuchen, einfach mal durchklicken, dass ihr einfach mal seht, was dazu führen kann, dass eine invasive, also dass intubiert werden muss. Das gibt so viele Fälle dafür oder so viele Gründe, die halt dazu führen, dass ich beatmen muss. Und wie gesagt, wir sehen hier auch, ne, Schock kann dazu führen, dass jemand auf der Intensiv landet, plötzlicher Herztod, eine Sepsis, eine Sepsis lenta. Also es gibt so viele Gründe, die dazu führen. Sauerstofftoxikose zum Beispiel, das ist, wenn jemand, Toxikose ist die Überversorgung. Sauerstoffvergiftung, genau. Ne? Koma-Patienten, kalter Entzug, auch da landen viele Leute. Und das ist ja einfach das, wo ich sage, da bitte ich eigentlich auch, dass dann auch da im DIVI-Register bitte mal unterschieden werden sollte, wie viele dieser intensiv beatmeten Patienten werden tatsächlich aufgrund des Covid-19 Viruses invasiv beatmet. Das ist einfach eine Sache, die, ja, sollte mal offengelegt werden, sage ich jetzt mal in der ja, in die Richtung sage ich das einfach mal. Da sollte einfach, finde ich persönlich, in den Zahlen stärker differenziert werden. So viel jetzt erstmal zu dem Thema. Wie gesagt, das ist jetzt, ihr seht hier oben immer die Links zu den verschiedenen Sachen. Das ist alles über die Google-Suche, über entsprechende Suchbegriffe zu finden. Teilweise in der Bildersuche, teilweise auch in der normalen Google-Suche. Da kommt ihr hier, wenn ihr Influenza eingibt, kommt ihr auf die Wikipedia-Seiten, genauso Lungenentzündung, genauso atypische Lungenentzündung, wo mir jetzt, wie gesagt, hier, warum auch immer, ist das auf einmal weg. Ne, hier haben wir nochmal Lungenentzündung. Es ist einfach, ja, das sind einfach Punkte, wo ich sage, da fehlen mir einfach die Differenzierungen in den Zahlen. Ich werde jetzt hier die Seite nochmal offen lassen, werde damit noch ein weiteres Video machen, nochmal zum Thema Intensivmedizin, zu dem Thema der Zahlen der Intensivmedizin, weil ich da finde auch, dass da einfach mal ein bisschen weiter, ja, ausgeholt werden müsste mit den Zahlen. Wenn ihr auch der Meinung seid, das Video bis hierhin gesehen habt, dann gebt einmal ein Hashtag Intensivmedizin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwie Anregungen habt oder vielleicht sogar auch Berichte finden solltet, wo man einsehen kann, wie viele der invasiv beatmeten Patienten wegen Fremderkrankungen dort liegen, da finde ich leider momentan nämlich nichts. Das ist generell, ist mir aufgefallen, dass viele Suchbegriffe kurioserweise nicht mehr so in
zu vernünftigen Artikeln führen, wie es vor kurzem noch war. Das ja, nehme ich jetzt mal so als, lasse ich jetzt mal als Abschluss stehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Ich bedanke mich bei euch und meine lieben Menschen, weigert euch Feinde zu sein.